Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier wieder ein paar neue Trading-Tipps, Freunde. Wenn es euch natürlich gefällt, sehr, sehr gerne Daumen hoch geben. Lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Ab geht's. So, Freunde, schaut noch sehr, sehr gerne bei meinem neuen Partner U7Buy vorbei. Und mit dem Rabattcode Alex96 spart ihr nochmal 5% auf jeden Einkauf, wer Interesse hat. Link ist in der Videobeschreibung. Schaut sehr, sehr gerne vorbei, Freunde. Und dann würde ich sagen, starten wir ins aktuelle Video. Ab geht's. Ja, Freunde, wie ihr seht, sind wir wieder auf dem Twitter-Account unterwegs. Ganz einfach, auf dem Hauptaccount habe ich einfach keinen Platz und da ist einfach die Liste voll. Ich mache da aktuell auch nichts, muss ich euch sagen. Und hier haben wir Platz, deswegen zeige ich euch das natürlich hier. Ihr seht das hier, natürlich kamen wieder so Player-Picks. Dadurch sind die ganzen seltenen Karten sehr, sehr gut gestiegen. Die könnt ihr alle so zwischen 1,3 und 1,5 verkaufen. Ich würde euch die empfehlen, so zwischen 1000 und 1100 einzukaufen. Wir gehen mal auf den Markt, dann zeige ich euch das, wie man das machen kann. Gehen wir natürlich mal drauf. Gehen natürlich hier auf Gold selten, ist natürlich klar. Und dann schauen wir erstmal, wie viel gehen die genau weg. Also wir schauen so, dass die wenigstens nach einer Stunde weg sind. So sind die nach ein paar Minuten weg. 1,3. Ja, 1,3 gehen die nach einer Stunde ungefähr weg. Das heißt, ich würde jetzt euch empfehlen, auf jede Karte hier 1000 zu bieten. Ne? Ihr könnt natürlich auch Positionen einstellen, aber ich würde euch hier empfehlen, auf jede Karte 1000 zu bieten. Das macht ihr hier mit so vielen Karten, wie es geht. Und dann stellt ihr die für 1,3 rein. Wenn ihr sagt, okay, die wollt die schnell weg haben, bietet ihr nur 900 auf die und stellt die natürlich dann für 1,2 rein. Ne? So könnt ihr das natürlich auch mal. Aber ihr seht, es bieten schon sehr, sehr viele Leute hier die 1000 Münzen drauf, weil natürlich auch viele diese Packs machen. Ist natürlich auch klar. Aber so könnt ihr auf jeden Fall euch ein paar Münzen noch dazu machen. Geht auf jeden Fall klar, wie ich finde, Freunde. So, ich spiele jetzt noch schnell diese Seite hier komplett durch. Also ihr seht das hier, die Seite habe ich jetzt mal noch durchgeboten. Wir haben jetzt ungefähr 20 Karten geboten. Schauen wir uns natürlich auch gleich mal an, wie viel wir bekommen haben. Ihr könnt die natürlich aber auch snipen. Ne? Dafür müsst ihr natürlich ein bisschen schneller sein. Bis 1000 Münzen könnt ihr die snipen. Ihr seht, da kommen auch relativ viele rein. Wenn ihr schnell seid, könnt ihr die auch eigentlich easy bekommen. Hier würde ich euch empfehlen, dass ihr euch hier, ja, dass ihr hier nicht Tausende snipen könnt. Geht hier auf eine Liga, dann sind hier meistens nicht so viele zur Auswahl und ihr bekommt meistens die, ne? Wenn ihr hier dann auf 1000 geht, bekommt ihr die dann meistens, wenn ihr eine Liga auswählt. Würde ich euch empfehlen, einfach eine der Top 5 Ligen auszuwählen und die dann für 1,3 reinzustellen, relativ easy. Geht dann klar, wie gesagt, das sind dann so 300 Coins pro Karte, was auf jeden Fall klar geht. Eine sehr, sehr gute Methode, die ihr jetzt machen könnt, solange die Upgrades da sind. Und ihr seht hier für 1000, man bekommt die wirklich problemlos. Also ein Snipe kriegt mal einen, was völlig in Ordnung ist. Könnten natürlich auch ein bisschen überteuert für 1,4, 1,5 reinstellen. Die werden auch dafür weggehen, das sollte auch klar sein. Vielleicht geht sogar Snipen besser. Müsst ihr einfach testen, was für euch besser geht. Ihr seht jetzt hier, Snipen geht sehr, sehr gut, wie ich finde. Meiner Meinung nach eine sehr, sehr gute Methode, die auch immer geht, wenn diese Upgrade-Packs da sind. Ne? Die könnt ihr immer nutzen, diese Methode. Schauen wir uns natürlich an, was wir bekommen haben. Okay, sieht schon mal nicht verkehrt aus. Also ihr seht auch, Bieten läuft gut. 1000, ich zeige euch natürlich auch immer die wir nicht bekommen haben. Ja, ihr seht, da haben jetzt 3 Stück 1,1 drauf geboten, was völlig okay ist. So, anscheinend kriegt man da einen Großteil. Und dann könnt ihr natürlich jede Karte für 1,3, 1,4 reinstellen. Wie gesagt, Freunde, wie ihr da Bock habt, ist euch überlassen. Ihr könnt auch 1,5 jede Karte machen. Werdet ihr auch welche verkaufen, werdet ihr halt von 100 nur 30 verkaufen, wenn ihr für 1,5 reinstellt. Wenn ihr natürlich für 1,3 reinstellt, werdet ihr von 100 ungefähr 80, 85 verkaufen, weil da fast jede Karte in der letzten Minute gekauft wird für die 1,3. Habt ihr ja gesehen, da gab es jetzt nicht mehr so viele. Die gingen erst los bei einer Minute circa. Auch mal die mal rein, Freunde. Wir schauen uns natürlich auch gleich den Hullet an. Schauen wir uns gleich die SBC an. Leider zu spät gekommen, ne? Muss man wirklich sagen. Ich hätte sehr, sehr Bock gehabt auf den Hullet, aber hat EA leider ein bisschen verkackt, dass sie ihn ja so spät bringen. Was ich euch auch noch empfehlen würde, Freunde, wenn ihr jetzt ein paar Münzen mehr habt, das wäre jetzt besser, wenn ich jetzt hier switchen würde auf den Hauptaccount. Aber ja, dass ihr euch ein bisschen eindeckt mit Informs, würde ich euch empfehlen. Ich habe gesehen, die ganzen Informs, wenn wir zum Beispiel, ich habe das gesehen, ein Kim Pemp, sehr, sehr billig, ne? Kriegst den für 22.000 Münzen, das ist ein 87er Inform, wenn er nicht hochgegangen ist. Ja, der ist immer noch, ihr seht das hier, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht den 84er kauft. Ihr seht, der 87er kostet genauso viel. Ihr müsst den 87er kaufen, könnt ihr sehr, sehr gut auf eure UV-Liste packen, den Boy. Macht ihr gar nichts verkehrt mit Kim Pembe. Zudem könnt ihr euch noch kaufen
Kier, kriegt ihr so für 15.000, 16.000. Auch sehr, sehr gute Karte. Den könnte man sich sogar hier jetzt holen. Ihr seht sogar, ist sehr, sehr günstig, weil jeder 85er kostet eh so 14.000, 15.000. Und ihr holt euch dann den Kier, macht ihr gar nichts verkehrt. Ich glaube, der ist sogar ein bisschen gesunken, der Boy. Ja, ist so 14.000. Dann nehmen wir hier am einen mit. Ne? Wenn ihr jetzt so nicht so viele Münzen habt, könnt ihr natürlich auch euch nur einen mitnehmen. Stellt den dann ein bisschen UV rein. Kommt eine SBC, Informs, TDWs, besser gesagt, Tots werden immer gefordert. Deswegen macht ihr da nichts verkehrt, wenn ihr diese Karten mitnehmt. Schaut ihr einfach bei Footbin euch die ganzen Informs an. Auch ein Müller, sehr, sehr interessant. Kostet, glaube ich, so 27.000, 28.000. Okay, ist gestiegen, der Müller. Ist gestiegen, aber ihr seht, 89er Karte, ne? 89er Müller, um die 30k. Könnt ihr euch auch einpacken. Können wir vielleicht hier sogar erbieten. Gucken wir mal, ob wir den kriegen für 27, wie gesagt. Könnt ihr euch mitnehmen, Freunde. Sehr, sehr gute Karte. Würde ich auf eure UV-Liste auch empfehlen, wenn ihr zum Beispiel jetzt eine teure UV-Liste habt. Holt euch einen Müller, kriegt ihr für 30.000, kriegt ihr safe für 35.000, 36.000 weg. Ich bin mir sicher, dass noch sehr, sehr viele SBCs kommen, wo man Informs, dies, das, Ananas braucht. Ihr könnt natürlich auch so gucken, was kriegt man für aktuelle Informs auf dem Markt. Und dann geht ihr einfach die guten Ligen durch und schaut, was ihr High-Rating-mäßig bekommt. Ne? Dann schaut ihr natürlich, wo das Rating günstig so ist, zum Preis-Leistung-Verhältnis. Wenn zum Beispiel ein 87er oder so für um die 20k als Inform kriegt, ist das natürlich optimal. So ein Lacazette, wenn den für 15, 16k kriegen würdest, wäre gut. Ist, glaube ich, ein bisschen teurer. Dasselbe mit dem Bale, aber ich glaube, Bale ist nur sein OTW da drin. Deswegen lohnt sich das nicht. Ja, Müller würden wir über Boden auch nicht schlimm. Aber so könnt ihr euch natürlich auch noch eure UV-Liste füllen, Freunde. Macht ihr auch gar nichts falsch, aber ich sehe hier jetzt keine krassen Informs mehr am Start. Wir gucken mal nochmal die Bundesliga. Wenn ihr jetzt wisst, wenn ihr durchschaut bei Footbin, seht ihr ja alle Informs. Habt ihr das jetzt nicht gemacht, aber ich denke mal, ihr werdet das machen. Und dann könnt ihr euch natürlich die besten Informs da rauspicken, was es da ja, für gute Informs gibt. Hier war zum Beispiel gerade ein 86er Gnabry. Könnte interessant sein. Ihr müsst natürlich immer schauen, wie das Verhältnis ist, was er kostet. Ein Reus Inform finde ich zum Beispiel auch günstig. So ist natürlich jetzt nicht so wie ein Müller oder so, aber auch günstig. Könnt ihr alles auf eure UV-Liste packen. Gucken wir mal, was noch dabei ist. Aber sonst sehe ich hier nichts Interessantes. Können wir hier abhaken, Freunde. Ich zeige euch mal noch die Liste, was wir sonst noch drauf haben. Wie gesagt, schaut euch auch gerne mein altes Video an mit den Tipps, die immer gehen. Hier habe ich noch für noch mal wenigeres Budget gezeigt. Ihr seht das hier. Ich habe hier einmal angeboten. Die Non-Vers gehen gut weg hier für 500, 600 und die Methode hier läuft auch super, ne? Also hier macht ihr auch nichts verkehrt mit diesen Liberadores-Karten, dazu habe ich auch ein Video gemacht, müsste vor 4-5 Tagen hochgeladen sein, schaut euch das gerne auch an, Freunde. Jetzt schauen wir uns noch den Hullet an, ne? Ich finde es sehr, sehr schade, dass EA den so spät bringt, hätten die vor 2 Monaten oder 3 Monaten gebracht, ja, würde ich sagen, okay, aber jetzt, und meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ich bin ehrlich, ich finde es zu teuer, so 25 SBCs sind meiner Meinung nach zu teuer. Schreibt da gerne auch eure Meinung in die Kommentare. Der kostet auf dem Markt, ich glaube, 4,1 Millionen. Ne? Diese SBC kostet 3,6 Millionen und du sparst 500.000. Und sind wir ehrlich, Leute, die wie ich Millionen von Coins haben, die kaufen den dann lieber, wie dann ein Hullet als SBC zu machen. Du hast den untauschbar. Also 4 Millionen kostet, glaube ich, ungefähr. Ja, sogar unter 4 Millionen. Also ihr seht, dass der ist unter 4 Millionen. Das ist wirklich krass. Der ist bei 3,9. Ich gucke jetzt schnell für euch bei Footbin, Freunde. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Ich will jetzt wissen, genau was die SBC kostet. Also wie gesagt, das lohnt sich meiner Meinung nach überhaupt nicht, diese SBCs zu machen. Der Hullet SBC kostet, ja, 3,65. Du sparst hier 300k, so, jetzt mal ernsthaft, also, wen interessiert das bei so einer Karte, 300k zu sparen, ne? Da kaufst dir lieber diese Karte, bin ich ehrlich, du kaufst dir lieber diese Karte, ist der vielleicht sogar frisch, da kaufe ich mir lieber den frischen hier für 400.000 mehr, statt 25 SBCs zu machen, also ist meine Meinung, ne? Könnt ihr gerne reinschreiben, Freunde, wenn die sagen würden, die bringen den für 3 Millionen, würde ich sagen, okay, fairer Deal, auf dem Markt 1 Million mehr, aber so ist eine Frechheit. Das müssen die nächstes Jahr unbedingt verbessern. Vielleicht kommt da auch noch ein Video von mir zu mit Verbesserungsvorschlägen, aber ja, E-Sports. Ja, Server wäre oberste Priorität, aber ja, das ist, glaube ich, ein Thema, was schon seit Jahrzehnten bei E-Sports oben auf der Liste steht, aber nie beachtet wird. Aber kann man nichts machen, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen mit den Training-Tipps.
mit dem kleinen Hulle zu Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Wenn ja, lasst es sehr gerne einen Daumen nach oben da, lasst es sehr gerne ein Abo da und dann würde ich sagen, bin ich raus. Ciao, ciao. Bis dann, meine Freunde.